Ja, Leute, willkommen zum nächsten Part von Life is Strange. Wir müssen jetzt in die Scheune reinkommen, aber wir gucken uns natürlich wie gewohnt erstmal um, was wir hier so finden. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. Ein Vogel. Ein Foto. Kann man hier Blech bewegen? Okay. Chloe, I found the front door. Come on. Ja gut, ich wollte mich eigentlich nur weiter umgucken, also. Oh yes. Naja, gut. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Blair Witch. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. Prescott's bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Können wir mal kurz nach draußen gehen? Yes, old Prescott clippings. But that can't be the only thing here. Ich würde mir noch mal gerne die Umgebung angucken. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV. Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Das ist natürlich interessant zu wissen. Sonst haben wir nichts mehr hier draußen. Hier wieder rein. Guck mal, warum brauchen wir denn Elektrizität hier oben? Also ein Kran. Traktor. This tractor has paid its dues. Gut, das haben wir. Spuren können wir uns auch ansehen hier. There's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Sondern hier Kiste. I guess the Prescotts were just born bastards. Okay. So, been here photo? Wow, sir. Talk about home on the range. So, was haben wir denn hier? Rostiger Knopf. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Nee. Okay, denke ich auch nicht. Dort oben war doch ein Kran, oder nicht? Heugabel. Ansehen. If a zombie shows up, I have my weapon. Ein Haken. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Was haben wir hier oben? Ah, the good old days. Ah, okay. So many haystacks, so few needles. Okay, wir können gar nicht suchen. Dann würde ich sagen, sollten wir mal nach oben gehen, ne? Wo können wir denn nach oben? Wie kommen wir nach oben? Muss ja irgendwie nach oben kommen. Schätze ich, oder nach Boden. What is this? It's totally brand new. Why? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. No more secrets. Dann machen wir das doch.
Dann machen wir das mal mit der Heugabel. Okay, oder? Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. Eine Plattform. Let me know the second you need any help. Chloe. Ah, okay. Can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. So, jetzt sind wir hier oben, dann gehen wir hier auch nochmal hoch. Na gut, hast Glück gehabt, dass das Ding hier eingebrochen ist, ne, würde ich sagen. That looks sturdy enough to stand on. So, fällt er wieder hoch, würde ich sagen. Tell me if you need any help. Here's the other end of the rope. Oh, eine Eule. Machen wir da mal ein Foto von, würde ich sagen. Do not fall. Hatte ich nicht geplant, runterzufallen. Good evening, Doctor Who. Sorry. Ich kann sowieso nicht runterfallen, erst von daher. Was ist denn das soll? Was soll hier oben sein? Hey, Chloe, can you attach the hook to that padlock? Oh, you are clever. I am all over this. Ah, okay. I will be done. Then you better step away from that hatch. Machen wir denn jetzt am besten Seil ziehen? Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. An was Schwerem. Max, use your rewind and get that motor back up there. Ah, okay. So, Seil anhängen. Oh, so that didn't work at all. Verstehe ich. Natürlich wurde der Haken unten an der Folge auch gelöst. Ne? Deswegen müssen wir den Haken ja auch nochmal befestigen. Can you attach the... So, das spielen wir mal vor. Jetzt ist der Haken dran, ne? Ja, jetzt ist der Haken dran und dann können wir den jetzt auch kaputt machen. Also auseinanderziehen. Diver strikes again. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein, ne? So ganz trocken. I wish Warren could have seen that physics trick. Öffnen wir die Falltür. Damn, this is heavy. What? Okay. Is this jackpot? Do I even need to say how weird this is? Sieht so aus, als würde hier Rachel sein oder so, keine Ahnung. Built this kind of place. A Prescott, of course.
locker Situation drin oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ja? What the fuck, das ist ja ein richtiger Bunker hier. This bunker is so surreal. This is too heavy to break, so I'll need a code. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't... Oops, bad code. Wir müssen gucken, wo finden wir den Code? Mal gucken, wo wir den Code finden. Wow, sir. Talk about home on the range. Wo finden wir den Code? Kiste. I guess the Prescotts were just born bastards. Dreistellig. Vierundzwanzigster eventuell. This tractor has paid its dues. 24.6. aber ich glaube nicht, dass es der Code ist. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Jetzt 24.6. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Wo geht denn der Scheißknopf hin? Mit da rein. Geh mal kurz wieder nach draußen. Was finden wir draußen? Irgendwas? Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. 24.6. haben wir bis jetzt, ne? Why would somebody run all that electricity into an old empty barn? 24.6. haben wir bis jetzt, ne? I don't want to go that way. Ja, Schild. Watch us. Sonst haben wir hier keine Info. Ich gehe immer nach oben, glaube ich. Also wenn ich das kann. Aber ich denke mal nicht, dass ich noch nach oben kann. 24.06 haben wir bisher nur. Haben wir sonst hier noch irgendwo was? Spuren haben wir schon, Kiste haben wir auch schon. Ja, das Foto, hatten wir das schon? Ja, das war hier unsere kleine Farm. 24.06. haben wir bisher nur. I wish Warren could have seen that physics trick. Feuerhaufen. Ja, wie kommen wir an den Heuhaufen jetzt ran? Da kommen wir jetzt gerade nicht ran, ne? 24.06. wäre frei. Yeah.
so many haystacks, so few needles. Na gut, das bringt auch nichts. 24.06. Now that's a serious door. 2, 4, 6. Think. Ah, 2, 5, 4 vielleicht. Weil die sind ganz oft abgenutzt. You can do it, Max. Es gibt halt drei mögliche Möglichkeiten. Also 2, 5, 4, es gibt halt 999 Varianten im Prinzip. Also ich denke mal, die sind benutzt, weil die halt, ne, ziemlich am Arsch sind. So 2, 4, 5. No, it didn't work. Okay, so it's locked. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. 5, 4, 2. Some numbers look faded, so I just have to get lucky. Oh yes! I thought that only worked in the movies. Open Sesame. Alter, ist das ein großer Bunker, Digga. Was ist das für eine Tür, Digga? What the fuck? Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Wie gesagt, locker ist hier Rachel oder so, Alter. Hundertprozentig. Kann ich mir vorstellen. Now what? More survivalist supplies. Oder wissen die Pastor von was von dem Tornado? It's like in David's garage bunker. Dosen Look haben wir at auch these noch cans. Hier. David must shop at the same store. Whoa. Steht hier. This says it all about Nathan. He needs help. Sehr geehrter Mr. Prescott, nach über 5 Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit ihrem Sohn abbrechen muss, da sie meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung seiner Gesundheit und der anderen Person ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problemen ist ihnen wohl bewusst, aber ich denke, sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne ihre Unterstützung kann ich Nathan nicht behandeln. So ist es ganz einfach. Ich fürchte, er entfernt sich noch weiter von der Realität, auch wenn er umgänglich erscheint. Sie haben meine Bitten um ein Beratungsgespräch mit Ihnen und Ihrer Frau ignoriert. Also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht weiter benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn Sie mit mir über diese Angelegenheit sprechen wünschen, bin ich jederzeit zu erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Jacoby. Ja gut, ja, solche Eltern will man nicht haben, ne? Würde ich mal so sagen. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Sketchy as fuck, but nothing about Rachel here. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Ja. Was haben wir hier noch? That son of a bitch. Baut den Howard Rogue. Stormbreaker Bunker. Verbindlicher Kostenvoranschlag 1,35 Millionen Euro. What the fuck? Sean Prescott. Cut 1,3 Millionen. Alles klar, Digga. Wow. Notiz. What is going on between Nathan and his father? Nathan, ich hab dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an, nur von den Wegwerfhandys aus, die ich dir schon gegeben habe. Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rausposaunst, was du idiotischerweise schon mal getan hast. Ich habe all das nicht in den Weg geleitet und meine Weisheit geteilt, damit du es mit deiner jugendlichen Wut versaust. Wir können zusammen eine Menge erreichen, aber du musst dich von mir leiten lassen. Oder du bist auf dich allein gestellt.
Ja, belastend, Digga. Das ist belastend. Das gucken, den Computer gucken wir später an. Talk about tortured. Ja, gut. Aber hier. Rachel. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay, a binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Ja, gleich. Ich muss da kurz noch was gucken. Noch Informationen. Oh my god. Let's see what's in here. Oh my god. No. Okay. What the fuck? Was haben wir hier noch drin? Ah, the Apocalypse Entertainment System. Was haben wir denn sonst noch hier? Somebody hikes their whiskey. These newspapers are all about Rachel and Kate. Okay. I've never seen so much pricey equipment before. So who's using this fancy tripod? Drogen, ah, okay. Needles. Gross. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Hier kann man echt schöne Fotos machen, ne? Sowas bräuchte ich auch im, hier in meinem Aufnahmezimmer. Nur als Greenscreen halt, das wäre ganz geil. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. Gut, dann gehen wir mal wieder raus, würde ich sagen. Dann gehen wir zum Schrottplatz. Wahrscheinlich wirklich tot von Nathan. Chloe, slow down. Wait for me. I know exactly where I'm going. Look, this is it. This is it. I'm so sorry.
I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Okay, das ist krass. Und Nathan wusste die ganze Zeit Bescheid. Oder sogar selber dann schuld. Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is there that? There can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. Impossible. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und irgendwie ist gerade mein Spiel abgeschmiert. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.